Ein herzliches Moin Moin, hier ist euer Micha und es geht wieder weiter mit dem Fox Talk. Ja, der Fox Talk is back, I'll be back, so heißt auch dieses Video. Und was euch erwartet, das erzähle ich euch jetzt in diesem Video. Ja, der Fox Talk ist zurück und was erwartet euch? Was erwartet euch mit dem Fox Talk? Es erwarten euch spannende Themen, denn ihr seid die Themengeber. Ihr schreibt schön in die Kommentare, welche Themen ich bearbeiten soll, um mit euch darüber zu sprechen. Es kann alle Themen sein. Es kann was Politisches sein. Na, politisch kommt drauf an. Das werden wir dann schauen, wie politisch es wird. Weil Politik ist kein einfaches Thema. So viel dazu. Es kann was musikalisch sein, es kann was zum Gameplay sein, es kann was zu allgemeinen Spielen sein, es kann was zu Hobbys sein, Brettspiele, Tiere, Fußball, alles Mögliche können wir hier besprechen. Ihr sagt mir ganz genau, welche Themen wir denn bearbeiten sollen. Ja, das ist Punkt Nummer 1, ein Thema. Das wird es auch heute noch geben. Punkt Nummer 2 ist, es kommt was zurück, was es schon mal gab. Und zwar Abo des Monats. Abo des Monats ist zurück. Das geht jetzt folgendermaßen. Jeder Kommentar, der unter einem Video steht, ist ein Punkt wert. Jeder Euro, der gespendet wird, ist ein Punkt wert. Am Ende des Monats rechne ich alle Punkte zusammen und der oder die, die dann am ganz oben stehen mit den meisten Punkten, kriegen ein kleines Geschenk von mir. Ich möchte das nicht Gewinn nennen, weil dann wäre es ja ein Gewinnspiel. Nein, kriegt ein kleines Geschenk von mir als Dankeschön, dass man eben fleißig war und kommentiert hat. Das soll eigentlich das Hauptding sein. Ihr sollt Videos einfach kommentieren und damit Punkte zu erreichen. Wer jetzt aber sagt, ich komme gar nicht zum Videos gucken oder deine Videos sind nicht meine Themen, ich bin nicht so ein Let's Player, ich schaue gern deinen Fox Talk, aber ansonsten nichts. Und dann Fox Talk gibt es dann eben nur, da kommen wir zum nächsten Punkt, 4-mal im Monat, immer am Montag eines Monats. Und am Ende des Monats gibt es dann eben den oder die Glückliche, die das Geschenk kriegen. Aber wer sagt, ich gucke nur deinen Fox Talk, ich schaue nicht deine FIFA-Videos, ich schaue nicht deine PES-Videos, ich schaue nicht generell keine Gameplay-Videos, weil mich das ganze Thema Sport oder Watch Dogs oder was wir auch gerade machen, einfach nicht interessiert. Möchte aber auch die Chance haben, Abo des Monats zu werden. Dafür habe ich dann eingebaut, dass man eben unter bekannten Sachen wieder Geld spenden kann. Und das ist eben dann eben so, dass jeder Euro auch einen Punkt wert ist. Also es geht darum, Punkte zu sammeln, die meisten Punkte zu haben, ein Geschenk zu kassieren. Das ist so mein Hauptding. Und jetzt, dann komme ich auch dazu, wie groß das Geschenk jetzt sein wird. Ich hatte mal gesagt, 20 Euro möchte ich gerne nicht festlegen. Es soll einfach danach geguckt werden, wie kommt das Ganze an? Wie kommt das Ganze an? Wie viele Kommentare kommen? Und umso mehr Kommentare kommen, umso mehr Spaß habe ich an der Sache, umso mehr Freude habe ich dabei, Geld auszugeben, um euch ein kleines Geschenk zu schicken. Also, ihr könnt euch da auf was ganz, ganz Tolles gefasst machen. Seid nur fleißig mit dabei, dann wird es richtig, richtig nice und nur so funktioniert das Format. Also, Däumchen, Kommentar und dann auch noch Abo werden, denn ich kann nur unter den Abos, die ich habe, unter den öffentlichen Abos, die ich habe, kann ich auch ein Geschenk verschicken, weil ansonsten kann ich euch ja nicht anschreiben. Das ist Grundbedingung hier, dieses kleine Präsent am Ende des Monats, ich mache die ganze Zeit so mit der Hand, abzukassieren. Das ist der Fox Talk. Und der Fox Talk wäre ja nichts, wenn wir nicht noch ein Thema hätten. Und genau dazu komme ich jetzt. Ich möchte einmal über Geld und Fußball sprechen. Gerade ich als Bayern-Fan, wir stehen gerade vor einer Situation. David Alaba hat ein Angebot vom FC Bayern München nicht fristgerecht bis Samstag beantwortet und somit hat der FC Bayern das Angebot zurückgezogen.
Da wird es wahrscheinlich darum gehen, dass man nicht so gut bezahlt wird wie vielleicht ein anderer in diesem Verein. Aber lasst es euch mal auf der Zunge zergehen. Das, was in den Medien gesprochen wird, ich habe natürlich keine Einsicht auf irgendwelche Unterlagen, sondern ich kann nur das entnehmen, was man eben aus den Medien entnimmt. Und darauf beruht sich auch jetzt dieses Video. Nicht, dass da jemand meint, ich bin hier der Obermacker, ich habe da keinen Vertrag gesehen, ich habe kein Schriftstück gesehen. Ich mache nur mein Meinungsbild auf Medien, aber ich verfolge nicht nur ein Medium, sondern viele. Und genau das möchte ich jetzt einmal besprechen mit euch. David Alaba. Lange, lange Jahre schon beim FC Bayern München. Zweimal Champions League-Sieger, dutzendmal Meister, Pokalsieger, hat alles gewonnen, was man gewinnen kann mit dem FC Bayern München. Kriegt ein Angebot vom FC Bayern vorgelegt, da er sich ja jetzt über Monate immer gequengelt hat, oder sein Berater besser gesagt, nicht er selber, aber sein Berater, es ist zu wenig Geld. Bayern hat ein Angebot hingelegt, 15 Millionen plus Boni, bitteschön, unterschreiben. Was kam zurück? Keine Antwort. Daraufhin Alaba in der heutigen Pressekonferenz: Ich wusste ja nicht, wie der FC Bayern reagiert. Ja, dass die natürlich ein Angebot dann irgendwann mal zurückziehen, kann ich verstehen. Denn es wird gemunkelt, dass der Berater von Alaba es möchte, dass er bezahlt wird wie ein Robert Lewandowski. Es gibt nur einen Unterschied zwischen ihm und Robert Lewandowski. Robert Lewandowski hat zu einer Zeit den Vertrag verlängert, wo wir alle noch gedacht haben, die Welt wird sich immer so weiterdrehen, wie wir sie kennen. Der Fußball, der scheffelt Geld ohne Ende. Da kann man auch mal einem Spieler richtig Geld geben. Das ist jetzt das Problem bei Alaba. Alaba kommt jetzt zu einem Vertragsgespräch, die jetzt nicht ganz so glorreich ist. Keiner weiß, wie es nach Corona, mit Corona, während Corona noch mit dem Fußball weitergeht. Was werden Vereine verdienen? Was werden Vereine für Geld haben, um Spieler an sich binden zu können? Und ich sage euch jetzt, es wird weniger. Für uns Otto Normalverbraucher ein Glück. Es wird weniger. Es wird normaler, wenn man noch von normal sprechen kann. 15 Millionen pro Saison. Was ist da dran? Bitteschön normal. Das ist ein Jahr. Überlegt mal, was ihr verdient in einem Jahr und wie viel ihr auch arbeitet. Ich möchte nicht sagen, dass ein Fußballer nicht arbeitet, aber nur mal so normal zu erklären. So, wir sind in einer ganz, ganz prekären Situation. Ein Spieler kriegt 15 Millionen Euro Angebot von dem Verein pro Saison. Sagen wir, drei Saisons, 45 Millionen plus Boni. Keine Reaktion vom Spieler, keine Reaktion vom Berater. Der Verein zieht Angebot zurück. Spieler, das geht ja nicht, ich bin enttäuscht. Enttäuscht. Enttäuscht sind wir. Wir, die Fans vom FC Bayern München, dass man nicht klipp und klar sagt, ich bleibe bei dem Verein. Und wenn es nur 8 Millionen pro Saison sind, das ist immer noch ein Haufen Geld. Wir als Fans sind enttäuscht, was das angeht. Aber noch mehr Geld zu fordern in einer Situation, wo die Menschheit, und es betrifft ja nicht nur Deutschland, es betrifft die ganze Welt, wo die ganze Welt nicht weiß, wie kommen wir da raus, mit wie viel Milliarden an Schulden kommen wir raus. Milliarden. Jeder Staat, ich spreche nicht nur von Deutschland, es ist auch die USA, Japan, China, überall, auch wenn man das vielleicht aus den östlichen Ländern gar nicht so mitkriegt. Aber auch die werden an Covid-19 zu knabbern haben. Ganz klar. Viele Existenzen gehen zugrunde. Wir haben jetzt wieder einen Hammermonat, wo Gastronomie oder sonstige Dienstleistungen zumachen müssen, um die Corona-Welle zu brechen. Zumachen zu müssen, Mitarbeiter in Kurzarbeit zu schicken. Vielleicht sogar zu entlassen. Wir sind kurz vor Weihnachten. Da muss man sich mal vorstellen, du wirst jetzt entlassen, weil
die Welle zu stark ansteigt und du weißt am Weihnachtstag noch nicht mal, ob es überhaupt irgendwas zu essen gibt. Also so schlimm ist vielleicht jetzt nicht, aber nur im übertriebenen Sinne mal. Existenzen gehen kaputt, Arbeitsplätze gehen kaputt und es heult ein Spieler rum, der nicht mit 15 Millionen oder ein Berater, ich möchte fair sein, Berater vom Spieler, weiß man es natürlich erstmal noch nicht, aber ein Berater heult rum, dass ihm 15 Millionen für seinen Klienten zu wenig sind, er hätte gern 18 Millionen. Dann lass dir diese 3 Millionen geben, wenn es uns wieder gut geht. Meine Güte, so schwer kann es nicht sein. Jeder muss zurückstecken. Wir dürfen nicht mehr uns zusammentreffen. Wir dürfen nicht mehr feiern. Wir müssen uns an Regeln halten. Und werden dabei noch richtig eingeschnitten. Und wir müssen davon auch dann die ganzen Schulden müssen wir natürlich wahrscheinlich auch wieder mit Steuern ausgleichen. Das heißt, der einzelne Verbraucher, der ist der Gelackmeierte. Er ist der Gelackmeierte und nicht ein einzelner Fußballspieler mit 15 Millionen. Wenn Alaba jetzt aufhören würde zu spielen, man würde die 15 Millionen einsetzen. Ich sag euch, man könnte den ein oder anderen Betrieb retten. Und zwar mit ganzen Angestellten. Von der Reinigungskraft bis zum Chef. Leute, hört auf, da noch rumzufeilschen. Wenn ihr ein Angebot von 15 Millionen kriegt, das ist doch Wahnsinn. Und deswegen, Alaba bei mir an Sympathiepunkten massiv verloren. Massiv. Mittlerweile denke ich mir auch, es wäre gar nicht so schade, wenn er woanders spielt. Denn ich möchte eigentlich nicht, dass der FC Bayern, der Verein, für den ich lebe, für den ich streite, für den ich wirklich mein ganzes Herzblut gebe, möchte ich eigentlich nicht, dass solche Spieler da angestellt sind, die in so einer Zeit um nur in Anführungszeichen 3 Millionen rumfeilschen. Nimm die 15 Millionen und sei glücklich. Andere haben gar nichts. Und ich hoffe einfach, ihr seid genau mit mir auf einer Wellenlänge und dann verbreitet mal das Video. Ich möchte, dass es Fußballspieler sehen. Am besten natürlich, wenn es Alaba oder sein Berater mal sieht. Das wäre natürlich der absolute Traum. Leute, wir sind nicht in der Lage zu sagen, was morgen ist. Dann nimm doch bitte einfach den Vertrag, der schon hammermäßig ist, doch einfach an. Und damit würde ich sagen, das waren jetzt meine Worte zu diesem Thema. Wenn ihr noch was dazu habt, dann schreibt es gerne nochmal unten drunter. Wer weiß, wie es nächste Woche aussieht, wer weiß, wo Alaba denn noch spielen wird, ob Alaba noch für den FC Bayern spielt. Er ist ein Weltklasse-Spieler, das muss man auch so sagen. Spieler treffen manchmal gar keine Entscheidung da drin, sondern es wird hauptsächlich mit den Beratern gemacht. Aber dann würde ich einfach den Berater entlassen. Ganz einfach. Und mit diesen Worten sage ich jetzt ciao und tschüss. Ihr habt noch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Man sieht sich. Ciao und tschüss, euer Micha. Bis dann. Bye-bye!